Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Valheim. In der letzten Folge habe ich ja gesagt, ich will mit euch das neue Boot ausprobieren und das werden wir jetzt auch machen. Benutzen. Ich muss mich auf jeden Fall drehen, denn ich möchte gern zu einem Dungeon fahren damit. Na, was heißt Dungeon? Es wird wieder eine Grabkammer sein. Aber da gibt es wieder schön viele Knochen. Und ja, diese roten Steinchen für eventuell weitere Portale. Oder um uns irgendwo noch einen Schmelzofen aufzubauen oder sowas. Einmal rauszoomen. Boah, das sieht richtig nice aus. Boah, geil. Boah, das ist geil. Und ihr seht, wohin ich steuere auf diese zwei Dungeons. Holy shit, das geht auch in der Kurve ganz schön ab. Nice, nice. Ja. Ich wollte testen, ob man auf dem Boot noch eine Kiste bauen kann. Ich glaube nicht, dass das geht, weil das Boot an sich hat ja schon einen Laderaum. Oh, hier kommt seichtes Gewässer. Oh, 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 oh. Aber die Kurvenlage ist mal geil. Holy shit. Mit dem macht das Fahren ja gleich mal mehr Spaß als wie mit dem viereckigen Kasten. Darauf erstmal einen Schluck. Einen Schluck Latte Macchiato. Das muss jetzt sein. Ah, Steinchen, Steinchen. Ausweichen. Yes. Okay, jetzt muss ich auf jeden Fall langsamer werden, ne? Ach, da ist es ja schon das erste. Okay. Wo legen wir an? Direkt bei dem ersten Dungeon. Oh, das tut weh. So. Nein, ich fahre direkt dagegen. Genau das, was ich vermeiden wollte. Komm, bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen, habe ich gesagt. Nice. Da kommen auch schon unsere Skelettfreunde. Aha, geblockt. Sag mal. So. Die wären erledigt. Und wir gehen direkt rein. Wir lassen gar nicht lange auf uns warten. Grabkammer. Und natürlich die Pilze werden wieder mitgenommen. Ach, das ist jetzt wieder... Shit. So, nächstes Skelett ist down. Okay, die Fackel war jetzt kaputt. Zum Glück habe ich noch eine mitgenommen gehabt. Okay, erste Kiste. Ja.
Ja, kann man machen. Da war nix. Okay, erste Seite ist geklärt. Wir gehen als erstes da lang. Oh! Hallo! Also ihr seht mit den Bronzesachen, das macht hier alles jetzt mittlerweile viel, viel einfacher. Ich frage mich immer noch, für was ich die Münzen brauche. Ich hoffe, das wird mir irgendwann hier drinnen mal erklärt, ob man die einschmelzen kann. Oh. Okay. Das waren gleich mal 3 Skelette auf einen Streich. Pilz wird mitgenommen, die auch. Aha, ich hab dich gehört. Sag mal, was fällt dir ein? Oh, Knochen immer gut. Alter, was ist das denn? Der hat ja 2 Sterne. Holy shit! Ah, da geht's noch weiter, aber ich sammle erst die Pilze ein. Oh, ich erkenne gar nichts durch die Fackel in der Hand. Okay, hier geht's nicht weiter. Hier lang. Hier lang. Ich muss gerade selber mal gucken. Von hier sind wir gekommen. Also geht's hier weiter. Oder auch nicht. Das war ein Fail. Ich gucke immer auf diese Dinger, weil da gerne mal was drauf fliegt. Das übersieht man halt zu schnell. So. 3 Skelette down. Da liegt nichts drauf. Oh, da kommt das nächste Ding an. Hier ist nur ein Pilz drinne. Da auch. Mitte ist auch nichts. Da geht's weiter. Und hier haben wir den ersten roten Stein. Und ich glaube, da hinten ist entweder ein Skelett oder so ein Spawnpunkt. Skelett, ja, Geist. Aber es war einfach nur ein Spawnpunkt. Den haben wir easy ausgemerzt. Da war jetzt nur ein Pilz. Da ging es überhaupt nicht weiter. Also gehen wir hier lang. Wo es ja anscheinend auch nicht weitergeht. Okay, Dungeon gesäubert. Das war's dann mit dem ersten Dungeon. Von wo bin ich denn jetzt gekommen? Ich glaube von hier. Ja. Erstes Dungeon ist geklärt. Einmal ganz kurz die Fackel ausmachen. Die reicht auch nicht mehr für allzu lange. Das ist scheiße. Was braucht man für eine Fackel? Harz und Holz. Harzhammer, Zapfenhammer, Holzhammer. Wir werden fürs nächste Dungeon mal noch eins herstellen. Und was sehen denn meine Augen hier? Zinnvorkommen wird mitgenommen. Können wir alles ins Boot packen. Noch irgendwo ein bisschen Zinn?
Da ist noch Zinn. Ich hab's doch irgendwie schon geahnt. Oh, du Scheißvieh, ernsthaft? Meine Güte. Wo kommst du denn her? Ah, das ist auch nochmal Zinn. Ich gehe gleich ins nächste Dungeon. Ich muss aber ganz kurz. Das muss. Ich muss es einfach auskosten gerade. Nein! Hier war auch nochmal Zinn, oder? Ja. So, das sollte aber auch fürs erste reichen an Zinn. 22 Stück. Nee, das war ein normaler Stein. Dann packen wir jetzt alles mal hier rein. Und auf zum nächsten Dungeon, würde ich sagen. So. Müssen uns ja eigentlich nur einmal umdrehen. Wir tuckern da jetzt einfach mal rückwärts ran. So, da sehe ich ungefähr, wie viel Platz ich noch habe. Ja, komm, ein bisschen kann noch zurückgesetzt werden, ne? Bleibst du stehen? Er bleibt stehen. Sehr nice. Oh, hier ist noch mehr Zinn. Oh, diese Erze, die sind halt sehr verlockend. Die sind halt sehr verlockend. Nächste Grabkammer. Schild weg, dafür Fackel. Nein. Dafür Fackel in die Hand und nicht die Eigentür. Kraft erwecken. Wir gucken erstmal nach hier. Nach hier, nach dieser Seite. Wir gucken erstmal hier lang. So. Meine Güte, meine Aussprache in der Folge ist irgendwie für den Arsch. Oh, ne, da liegt nix. Hier sind Pilze, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Da ist auch nix. Okay, erste Seite ist komplett geklärt. Auf zur nächsten. Pilz, danke. Pilz, danke. Und das war's. Und einmal hier lang. Ein Raum mit einer Kiste. Oh. Ich habe einen Geist gehört. Da ist nix. Nee, da ist nix. Da ist nix. Noch ein Raum mit einer Kiste und einem Pilz. Was? Das war's schon? LOL. Das war ja mal easy. Oh, Tag 8. Kopfnuss. Hey, wieso stand der auf einmal hier draußen? Was wollte ich denn jetzt machen? Irgendwas wollte ich machen. Achso, hier, Map. Dungeon ist gesäubert.
Wir gucken mal ganz kurz rum, ob hier noch irgendwas ist. Außer ein Bach. Nö. Gut. Auf zu unserem Bötchen. Und wieder nach Hause tuckern. Es tut mir leid, aber das reizt einfach so hundsgemein. Sag mal, ernsthaft? Du bist ja wie das kleine Äffchen aus Ark, dass du jedes Mal einen Stein auf mich wirfst. Nur das Äffchen wirft Kacke. Ich mach euch mit der Axt kalt. So. Wo? Ich glaube, auf der Seite ist dann mein Boot. Aber wenn ich sowas hier sehe, kann ich nicht anders. Hey ja, hier ist das nächste. Pilz. Mein normaler Pilz. Da ist unser Boot. Das heißt, hier müsste eigentlich auch nochmal ein Zinn vorkommen. Komm. Das war da hinten. Hier war's. Wie viel Platz haben wir noch? Okay, das eine können wir auch noch mitnehmen. Alter, hier geht's einfach mal weiter. Hier geht's einfach mal weiter. Oh, wir könnten noch eins mitnehmen, aber nein. So. Zinn einmal einlagern. Danke. Und ich muss einmal in diese Richtung. Das was? Ja, das bringt sogar wirklich was. So, beim Boot immer wieder schön rauszoomen, damit man auch alles sieht und auch mal unter Wasser gucken kann. Damit man wie hier die Steine sieht. Ach du Shit. Shitty. Damit man alles sieht. Und ach du Scheiße, ich muss mich mit der Lenkung definitiv noch vertraut machen. Holy shit. Der schlägt halt einfach richtig hart ein, yo, Weltspeicher. Der schlägt einfach mal richtig hart ein, ist aber auch richtig nice, vor allem wenn man gegen Seeschlange kämpfen sollte. Das wird dann Baba, wenn man so krass wenden kann mit dem Boot. Ja. Den habe ich einfach mal gar nicht gesehen. Und deswegen sage ich immer schön rauszoomen und auch mal unter Wasser gucken. Da liegt ein Fisch auf dem Stein da oben bei der Hotbar. Ich glaube sogar, es ist ein toter Fisch. Den werden wir uns aber nicht holen. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt das Segel einhole, das Floß oder das Boot alleine weiterfährt und ich rausspringe? Bis wohin würde das fahren? Müsste man sich mal ein zweites bauen und testen? Ne? Oh, wir sind schon da. Lull. Also, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja, render bitte das die Gebäude und die Grafik. Danke. So.
Einschlagen, genau. Heißt das Einschlagen? Ich bin mir da nicht ganz sicher. So, ein bisschen zurückfahren. Und stopp! Stopp, habe ich gesagt! Stopp! 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 Nein! Wow! So! Wir fahren immer noch, oder? Ja! Jetzt müssen wir aber stehen geblieben sein. Ich glaube, ich bin etwas überladen, ne? Aber nur etwas. Aber ich muss sagen, geil. Das Ding ist einfach nur geil. Hier haben wir wieder was für die Kiste. Oder die Kisten. Knochen. Altfedern haben wir auch. Pfeile bleiben natürlich im Gepäck. Das kommt dann alles darüber ins Haus. So, Pilze waren hier und die Zapfen waren da. Oh, es tut mir leid, wenn ich so viel ausstoße gerade. Jo! Alter, ich bin einfach noch zu voll. Machen wir das halt so. Haha! Ja, ich kann ja alles auf einmal wieder essen. Wenn auch du Bock auf dieses Spiel hast, dieses Spiel besitzt und dich alleine spielen willst, guck in die Videobeschreibung, guck in die Kanalbeschreibung. Da findest du den Link zu meinem Discord. Join auf Discord, schreibe dort in Game-Anfragen rein, dass du gern mit mir zusammen Valheim zocken möchtest. Und wer weiß, vielleicht klappt's, vielleicht nicht. Je nachdem, wie ich Laune habe, ja, und ja, genau. Ansonsten, wenn euch die kleine Bootsfahrt und das Dungeon Clearing gefallen hat, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Der ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Ja. Ich bin gleich wieder da. So, Entschuldigung für den kurzen Cut. Bei mir ist gerade geklingelt und die Post kam an. Wo war ich stehen geblieben? Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Der ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da, denn ich antworte auf jeden Kommentar. Außer es ist Darko. Nein, Spaß. Ja. Ansonsten sehen wir uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.